Erfahren haben wir das, die Verurteilung, da der Prozess am 3. Oktober stattfindet, das haben wir am 1. Oktober, Ende September oder am 1. Oktober haben wir das erfahren. Am 3. Oktober wurden wir dann aus der Zelle rausgeholt und von Zellenhaus über die sogenannte Seufzerbrücke ins Gerichtsgebäude geführt. Das war so ein Überbau, der direkt vom Zellenhaus ins Gerichtsgebäude geführt hat. Da ist jetzt weggerissen worden, damit die Gefangenen nicht über den Hof mussten. Und im Gerichtsgebäude angekommen, da standen wir erstmal im Vorraum vom Verhandlungssaal, wurden dann in den Verhandlungssaal eingeführt. Da haben Bänke aufgestellt für uns. Dort haben wir dann unseren Verteidiger kennengelernt, der die Anlageschrift auch erst am selben Tag wohl gekriegt hat, früh. Und haben dann gesagt, dass ein Verteidiger für vier Angeklagte zuständig ist. Verschiedene Eltern hatten versucht, einen bezahlten Verteidiger zu bekommen, aber es musste auch der gleiche sein. Sie hatten dann auch den bezahlen können, aber die anderen hatten alle nur den Pflichtverteidiger gehabt. Und auf die Frage, wie er sich das vorstellt und wie man das, was wir zu erwarten hätten, da konnte er uns noch gar nichts sagen, weil er auch die Anlageschrift noch nicht richtig gelesen konnte. Und hat nur gesagt, wir sollen uns eben friedlich verhalten, so ungefähr, und nicht groß provozieren, sonst wird es nur noch schlimmer. Der Saal hat sich dann langsam gefüllt, aber wir haben eben festgestellt, dass unsere Eltern nicht mehr dabei sind. Die da hinten saßen, als Zuhörer, die kannten wir kaum. Manche haben vielleicht einen oder den anderen gekannt haben als Funktionär. Es waren nur Parteigenossen und FDJ-Funktionäre. Dann ging die Verhandlung los. Wurden alle 19 zur Person gefragt. Und dann weiterhin zur Sache befragt und habe ich die Aussage verweigert, habe aber keinen Grund angegeben. Die wurden die anderen alle befragt noch. Und dann in der nächsten Verhandlungspause hat mich mein Verteidiger darauf hingewiesen, ich soll doch die Aussageverweigerung zurücknehmen. Herr Schneider, beschreiben Sie doch mal die Atmosphäre im Gerichtssaal. Es waren mehr oder weniger nur geladene Gäste da. Ja, die wurden. FDJ-Funktionäre, was haben die für eine Stimmung gegen die Angeklagten gemacht? Die waren zunächst erstmal ruhig. Sie haben große Stimmung gegen die Angeklagten nicht gemacht. Das war nur einmal, als der Staatsanwalt ein Kuvert herausnahm als Beweismittel, in dem noch einige Fluchblätter drin waren, die aber nur der Staatsanwalt sehen durfte. Und das haben wir dann nach Gauk-Akten erfahren. Auf dem Umschlag stand drauf, nur vom Staatsanwalt während der Gerichtsverhandlung zu öffnen. Und da hat der Verteidiger gebeten, die Fluchblätter einsehen zu dürfen. Und aus den Zuschauern kam der Ruf vor, Sie wollen wohl die Fluchblätter auch noch mal verteilen. Sonst haben sie sich also verhältnismäßig ruhig verhalten. Ab und zu gemurmelt, wenn irgendwie eine Sache wieder zur Sprache kam, wie das beim Brückensprengen so, obwohl das gar nicht der Fall war. Aber das wurde ja in der Anlageschrift verlesen. Aber so, dass sie uns da angefeindet hätten, könnte ich jetzt nicht sagen. Als das Verfahren am Vormittag des 3. Oktober begann,
Haben Sie sich da vorstellen können, dass Sie in 15 Stunden schon ein Urteil haben? Wie, das ist? Dass Sie 15 Stunden später schon ein Urteil haben. Also nee, das haben wir nicht gedacht. Die Mittagspause kam und dann war noch mal eine Pause zwischendurch. Das Abendbrot, dann haben wir dann genommen, jetzt gehen wir wieder zurück in die Zelle, aber es ging dann weiter. Und wie muss man sich die Urteilsverkündung vorstellen? Waren da alle Angeklagten im Raum? Und ja. Es sind ja 130 Jahre Zuchthaus verhängt worden. Also was? Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Da steht man da und erfährt, dass man so lange ins Gefängnis geht, fast so lange, wie man eigentlich erst lebt. Ja, das war schon ein Hammer, das ist klar. Aber ich hatte Zellengenossen gehabt, einer. Wir haben ja auch in der ganzen Zeit die Urteile erfahren, die gesprochen worden sind. Und das waren selten Urteile unter 5 Jahren, die da rauskamen. Das waren alles, sagen wir mal, politische Häftlinge, die da unten saßen in Zwickau. Die Kriminellen waren in der ersten und der zweiten Etage. Und man konnte schon mit einer höheren Strafe rechnen. Und dann hatte ich noch einen Zellengenossen gehabt, der saß schon 1,5 oder 2 Jahre in Zwickau. Er hatte einiges schon miterlebt. Und als ich dann meine Anlageschrift zu lesen gegeben habe, hat er mich auch gefragt, wie denkst du denn? Und ich habe gesagt, was ich hier so erfahre, wie die Rädelsführer und so dann bestraft werden, da kann ich schon mit 10 Jahren rechnen. Und er hat gesagt, dann rechnen wir ruhig mit 15. Da war ich eigentlich mehr gefasst, als er dann sagte, 13 Jahre. Und das ging ja mit 15 Jahren los, da habe ich mir gesagt, du wirst auch nicht weniger kriegen. Dann war ich der Staatsanwalt erst mal 13 Jahre beantragt hat. Dann habe ich mir dann gedacht, nee, du kriegst auch nicht weniger. Und was geschah dann mit Ihnen? Sind Sie in Zwickau geblieben? Oder sind Sie dann? Ja, wir sind erst mal in unsere Zellen wieder zurückgeschafft worden. Und haben Ende Oktober mit dem Zug nach Leipzig in die U-Haftanstalt. Das war nochmal eine Zwischenlage. Am 14. November ging es dann nach Waldheim. Und dort haben Sie Strafe abgesessen? Ja? Dort haben Sie Strafe abgesessen, ja? Nee. Ich war bis Ende 1952, Oktober 1952 ungefähr, in Waldheim. Dort ging nochmal ein großer Transport nach Thurgau, wo auch etliche von uns mit dabei waren, aber nicht alle. In Thurgau waren wir am Anfang noch in einer Gemeinschaftszelle zusammen, wurden dann aber wieder auseinandergelegt, nach einem halben Jahr. Und ich selber wurde Ende 1953 wieder nach Waldheim geschafft. Da war aber dann keiner von uns mehr dabei. Was war denn Waldheim für ein Gefängnis? Das hat ja einen sehr berüchtigten Ruf. Was für Leute waren das? Ja, wir waren, wenn wir da reinkamen, erst einmal ein bisschen niedergeschlagen. War gerade Freistunde von Gefangenen, wie wir die in der Häftlingskleidung gesehen haben, mit Holzschuhen an den Füßen. Zum Teil hat man gesehen, dass sie gar keine Socken an hatten, sondern nur Fußlappen, die da aus dem Holzschuh raushingen. Ja, da gab es schon, es war niederschmetternd. Und die Gebäude, die man gesehen hat, waren jetzt etliche Gebäude in dem Waldheim. Wir kamen dann in das sogenannte Zellenhaus. Die anderen Gebäude, das waren mehr Gemeinschaftszelle. Und wir wurden im Zellenhaus untergebracht. Riesenlanger Bau. Es wird davon gesprochen, dass er 100 Meter lang ist. Und im Zellenhaus dann drinnen sieht man nur rechts und links die Gänge hochgehen. Vom
letzten, also an der ersten Etage unten, waren große Netze aufgespannt, dass man nicht von irgendwo runterspringen kann, wenn sich dann irgendwas antut. Und dann das Geschrei dann da drin, also weniger von den Häftlingen, sondern vom Wachpersonal. Wenn die dann durchgingen, dann die Türen aufgeschlossen, austreten. Also, das war schon mal nicht gerade anheimelnd. Ne? Hatten Sie den Eindruck, dass in diesem Verfahren, um einfach ein Exempel zu statuieren und eine Abschreckung herbeizuführen, dass sich da auch die Parteiführung mit das, hat? Das haben wir angenommen, dass das so ist. Dass nicht mehr die Jugendlichen abgeschreckt werden sollen, derartige Sachen noch zu machen.